Ja, dann begrüße ich euch zur Spielkast-Pressekonferenz heute aus dem GOP-Varieté in Hannover. Und für uns geht es um das Spiel am Donnerstag, den 3. März. Um 19 Uhr spielen wir in der Swiss Life Hall gegen die SG Flensburg-Handewitt, gegen die wir bisher in 13 Spielen 10 Niederlagen, ein Remis und 2 Siege erreichen konnten. Zuletzt haben wir 21-37 verloren in Flensburg. Flensburger sind zurzeit auf dem 3. Platz, wirklich in Schlagdistanz, nämlich ein Punkt Abstand zum Spitzenduo. Klar, Rhein-Neckar-Löwen und THW Kiel. Sie haben zuletzt 6 Spiele in Folge gewonnen und 35-28 zuletzt gegen Leipzig gewonnen. Und am Wochenende konnten sie in der Champions League mit 28-29 gegen Veszprém keinen Erfolg erreichen. Ja, ich begrüße heute auf meiner rechten Seite Jens Bückle, unseren Trainer, und auf meiner linken Seite den Rückkehrer Torge Johansen. Jens, gibt es eine spezielle Vorbereitung der Recken gerade gegen so eine Spitzenmannschaft wie Flensburg? Speziell. Also speziell ist natürlich eine andere Mannschaft. Deshalb bereitet man sich schon sehr konzentriert darauf vor. Aber da erwartet uns ein Brett. Das ist wahrscheinlich eine der besten 5 Mannschaften der Welt. Wenn nicht sogar die beste aktuell. Das, was sie momentan da abrufen, ist natürlich schon brutal gut. Ich glaube, von den letzten 16 Bundesligaspielen nur 1 verloren. Das gegen die Rhein-Neckar-Löwen und sonst auch in der Champions League überragende Leistungen gezeigt. Und da ist es natürlich schon schwer anzusetzen, weil sie wirklich alles gut können. Selbst wenn irgendwelche Spieler ausfallen sollten, kommt da der nächste Weltklasse-Spieler hinterher. Und es macht, glaube ich, den meisten Zuschauern Spaß, so eine Mannschaft spielen zu sehen, weil sie ganz, ganz tollen Handball spielen. Und das ist natürlich schon die Kunst, ihnen ein paar Sachen wegzunehmen. Ob uns das gelingen wird, im Hinspiel haben wir es auch versucht. Da ging es gewaltig nach hinten los, ja. Ja, du hast das Spiel gegen Veszprém bestimmt gesehen, wenn nicht live, dann aber zumindest auf Video. Erkennst du überhaupt Schwächen bei Flensburg, wo wir ansetzen können? Jede Mannschaft kann es irgendwo kriegen. Aber du musst natürlich schon eine sehr, sehr hohe Qualität abrufen. Ich glaube, von Siegchance zu sprechen, wäre vermessen. Das ist, glaube ich, einfach nur unrealistisch. Ich glaube, die Rhein-Neckar-Löwen am Anfang der Runde einfach die Liga dominiert haben, so machen das gerade eigentlich Flensburg, die es geschafft haben, wirklich diesen großen Kader, den sie haben, super einzusetzen, auch auf die Runde hinweg super einzusetzen. Verteilen die Spielanteile super in den unterschiedlichen Spielen und da kommt einfach immer wahnsinnig viel Power aufs Feld. Und natürlich kann man sie in bestimmten Punkten angreifen, aber man muss jeder für sich die ganzen Zweikämpfe annehmen. Und versuchen sich gegenseitig wahnsinnig zu helfen, weil der 1 gegen 1 eine Qualität auf dem Feld steht. Gepaart mit dem überragenden Spielfluss, gepaart mit der unglaublich guten Breite im Spiel, mit guten Außen, überragende Abwehr plus Tore-Kombination. Also da summiert sich schon richtig was auf. Und deshalb ist es momentan eine der besten Mannschaften der Welt. Ja, ich denke, wir müssen sicherlich sehr, sehr viel Wert auf uns legen. Und da kommen wir vielleicht zu den Rückkehrern, also zu den verletzten Spielern, die wir bisher gehabt haben, die jetzt ja aber hoffentlich am Donnerstag wieder mit dabei sind. Können die uns Donnerstag schon helfen in dem Spiel? Das wäre, glaube ich, übertrieben, wenn man das erwartet. Das ist immer so eine gefährliche Geschichte. Jetzt hat man vermeintlich fast alle Spieler wieder dabei oder vielleicht sogar alle Spieler mit dabei. Der eine oder andere ist jetzt gerade auch noch krank. Aus dem Bus ausgestiegen, jetzt schleppen wir so ein bisschen die Grippe mit uns rum. Dass solche Leute auf einmal nach 8 Wochen Pause, nach mehreren Monaten Pause auf einmal da reinkommen und gegen solche Top-Mannschaften bestehen. Ich glaube, das wäre auch vermessen. Und das birgt immer auch so die Gefahr, du weißt ja, eigentlich haben wir ja noch einen und es birgt auch immer so die Gefahr, dass nicht jeder am Limit ist und sich ein bisschen auf den anderen verlässt, womöglich auf jemanden verlässt, der einfach noch angeschlagen ist, der noch nicht bei 100% ist. Und das ist, glaube ich, eine eher viel, viel größere Gefahr, wie wirklich alle zusammen zu haben, über einen langen Zeitraum und auch fit zu haben. Da spielt man vielleicht lieber mit 4 Leuten weniger und weißt, die müssen es richten, die da sind. Momentan sind viele, wo du nicht genau weißt, wo stehen sie nicht. In Köpping hatten wir ja auch schon ein paar dabei und hat man auch noch gesehen, dass es schon noch ein Stück vom Bundesliga-Handball weg ist.
Und deshalb müssen wir gucken, wie viele Spielanteile die einzelnen Leute auch kriegen und wie sie es dann machen, wenn sie auf der Platte sind. Ja, Fehleranalyse des Spiels in Flensburg wurde natürlich gemacht. Wie hilft so eine hohe Niederlage in der Entwicklung der Mannschaft weiter, beziehungsweise kann sowas die Betrachtung auch für Donnerstag helfen? Also wir haben nach der hohen Niederlage in Flensburg noch eine knappe Niederlage gehabt gegen Magdeburg. Und dann ging es bei uns auch aufwärts. Also dann, danach waren wir 7 Spiele in Folge ungeschlagen, das darf man nicht vergessen. Solche Niederlagen lassen einen oftmals sehr, sehr demütig arbeiten und Demut ist immer wieder die Basis für Erfolg. Leider zerstört der Erfolg immer wieder auch die Demut. Das ist aber leider diese Krux an der Geschichte. Aber das hat uns damals natürlich schon massiv wehgetan. Das muss man klar festhalten. Und wir wollen einfach alles dran setzen, um ein gutes Spiel zu machen, dass uns sowas nicht nochmal passiert. Das stand jetzt seit 20:06 zur Halbzeit. Da ging bei einer Mannschaft alles, bei der anderen gar nichts. Und das hat einfach sehr, sehr wehgetan und hat uns aber auch bereitwillig an Themen arbeiten lassen, die uns sehr beschäftigt haben, sehr lang. Und die wir dann auch in sehr langen Zeitraum auch sehr gut im Griff hatten. Ja, Torge, wir freuen uns natürlich tierisch, dass du wieder mit dabei bist. Gleich zu Anfang zu sagen, am Sonntag hast du schon bei der zweiten gespielt, bekannterweise gegen die zweite von der SG Flensburg-Handewitt. Wie fühlst du dich? Ja, also ich fühle mich jetzt, ich sag mal, spielfähig und das freut mich natürlich sehr, das war eine lange Zeit. Und der kleine Test bei der zweiten Mannschaft war, denke ich, auch sehr sinnvoll. Nun freue ich mich auf natürlich das große Spiel am Donnerstag in unserer Halle in Geschwisterfreude einzulaufen. Und ja, freue mich. Du bist beschwerdefrei. Ja, das kann man so sagen. Allerdings muss ich sagen, dass es vor der Verletzung natürlich ein bisschen besser war. Na klar, die Fitness muss natürlich erstmal reinkommen. Kommen wir zur SG. Du hast ja auch mal da gespielt. Wie siehst du die Entwicklung der Flensburger gerade in dieser Saison? Ach, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt nur in dieser Saison festmachen kann. Also ich glaube, eine Entwicklung ist die Saison, dass die ziemlich viel Zeit auf den gesamten Kader zurückgreifen können. Das war zu gewissen Zeiten ja auch nicht immer so. Wir hatten auch einige Spiele, die wir auch erfolgreich bestreiten konnten gegen Flensburg, wo die nicht mit der ganzen Truppe auflaufen konnten. Und ich glaube, jetzt sieht man diese Arbeit, die auch gerade Jubo Vanjes da geleistet hat, ja, mit dem kompletten Kader, was da für eine Power entstehen kann. Und das zeigen die einfach in dieser erfolgreichen Arbeit und diese Leistung. Welche Chancen siehst du für die Recken am Donnerstag, vielleicht was zu reißen, vielleicht einen Punkt oder sogar 2 Punkte zu holen? Ja, ich denke einfach, dass das ist eigentlich immer so, mein Tenor gegen die drei, vier Top-Mannschaften, ausgehend davon, dass beide Mannschaften am Limit spielen, dann kann es ein gutes Spiel werden, aber Flensburg wird dann gewinnen. Und wir müssen sehr, sehr viel richtig machen. Und muss man einfach so sagen, dass Flensburg eben auch kleine Fehler machen muss, beziehungsweise nicht an ihrem Max-Niveau spielt. Ansonsten ist das einfach, Jens sagte das schon, einer der besten, vielleicht die beste Mannschaft. Und ja, aber ich glaube, wenn wir wirklich an vielleicht ein bisschen über unserem Max-Niveau spielen, dann bedeutet das ja auch Druck für Flensburg. Und das kann vielleicht dazu führen, dass die nicht alles abrufen, beziehungsweise eben Fehler machen. Und für uns ist wichtig, dass wir einfach lange im Spiel bleiben, dass wir ja, alles investieren, um unsere Abwehr stabil zu halten, Druck auf die Flensburger zu machen, um dass sie nicht ihre breite Spielanlage spielen können. Denn das ist einfach, sie haben so eine gute Spielanlage, die ist von der Passqualität super und wir müssen natürlich den Gegenstoß verteidigen. Das heißt, man muss auch einen vernünftigen Abschluss erzielen. Und auch wenn man nicht immer trifft, muss man wenigstens relativ schnell dann zurück sein. Ansonsten sieht man, wie es in Flensburg war im Hinspiel. Es geht dann einfach schnell und dann geht er in so ein Spiel weg und dann wird es natürlich richtig,
richtig zäh. Ja, wir werden ja nun vor einer ausverkauften Swiss Life Hall spielen. Meinst du, da kommen so ein bisschen Emotionen hoch, wenn du vielleicht das erste Mal wieder aufläufst? Ja, da gehe ich von aus, also das hoffe ich auch. Denn, wie gesagt, es war eine schwere Zeit und eine lange Zeit. Und nun habe ich viel dafür getan und deswegen freue ich mich umso mehr, Donnerstag wieder vorne weglaufen zu können. Und das wird sicherlich auch Emotionen mit sich bringen. Da gehe ich auch davon aus und da werden sich die Fans drauf freuen, dass Torge wieder mit auflaufen kann. Ja, jetzt bitte ich euch, Fragen zu stellen. Jetzt du hast in Bezug auf das Hinspiel gesprochen, dafür, dass solche Niederlagen auch Demut mitbringen können und auch man Positives rausziehen kann, das kann man ja auch auf Göppingen, auf das Spiel beziehen. Was hast du da mitgenommen, was besser gemacht werden muss? Ja, wir müssen schon wieder anders verteidigen. Das ist, oder das war unsere Basis in den erfolgreichen Spielen, dass wir eine Abwehr hinstellen, die es im Angriff versucht, schwer zu machen, alle gemeinsam Abwehrspiel plus Torwartspiel zusammenzukriegen, nach und nach den Leuten mehr Fehler aufzudrücken. Das ist, glaube ich, die Basis für jeden erfolgreichen Teamsport. Und das haben wir eben nicht geschafft, dass wir da ein Paket hinstellen, jetzt schon zum dritten Male nicht geschafft, so ein Paket hinzustellen, das schwer ist zu überwinden. Und da haben wir jetzt schon nochmal Schwerpunkte drauf gelegt, haben viel individuell gemacht, haben auch versucht, in Kooperation ein paar Sachen zu verbessern, ein paar Sachen nochmal klarer abzusprechen. Und das wird schon Basis sein gegen eine Mannschaft, die das natürlich, sagen wir, Flensburg hat ein breiteres Spielfeld als alle anderen. Ja, das ist, die passen so gut, da steht da einer an der Auslinie und da einer an der Auslinie und zwischendrin rennt einer von links nach rechts und macht einen riesen 1 gegen 1 und Kreuzen kommen, dann kommt wieder ein extremer Pass und man muss einfach andere Räume verteidigen können. Und deshalb wird es für uns natürlich eine riesen Herausforderung, die vernünftig zu stellen. Also das sind zum einen die Duelle, die vernünftig angenommen werden müssen, aber wir müssen uns auch, wenn eben so ein Zweikampf verloren wird, auch vernünftig helfen. Das ist schon der Ansatz. Und dann müssen wir erstmal gucken, dass wir unsere Baustellen in den Griff kriegen. Das sagen wir schon seit der EM-Pause, dass uns da auch ein bisschen was weggebrochen ist. Und deshalb müssen wir gucken, dass wir das schnellstmöglich wieder in den Griff kriegen, ob das schon gegen Flensburg ist. Das wird sich zeigen, aber wir arbeiten dran, dass die Basis wieder stabil wird. Vorne waren wir bis jetzt in jedem Spiel, egal in welcher Aufstellung wir waren, in der Lage, Tore zu werden. Aber wir müssen die Abwehr zusammen mit Torwart wieder stabil kriegen. Aber was sind denn die Erwartungen an dich selbst am Donnerstag? Wenn du nach so langer Pause das erste Mal wieder vor vollem Haus mit dem Gegner? Naja, also ich hoffe natürlich, dass es für ein paar Minuten Spielzeit reicht. Und da geht es für mich einfach auch diese Minuten zu nutzen, wieder reinzukommen, Atmosphäre, die Spielschnelligkeit aufzunehmen. Das ist alles schwer im Training nachzustellen. Und von daher sind jetzt jede Minute, die ich spiele, ist für mich wichtig. Aber ich weiß, dass ich momentan noch nicht an einem Leistungsniveau bin, wo ich den Unterschied machen kann. Von daher gilt es, möglichst ohne Fehler durchzukommen. Jens Beschkom hat ja die Flensburg am Samstag für interessante Aufgaben gestellt in der Flensburg-Offensive mit variablen Abwehraktionen. Können wir bei euch sowas auch erwarten? Wirst du das klassische Programm hinten aufgeben und auch mal ein bisschen experimentieren? Also ich glaube, unsere Abwehr hat mehrere Fallen drin, die wir immer wieder auch ziehen. Und ganz so experimentierfreudig war das natürlich von West Brem auch nicht. Also die haben viele Sachen in der Grundstruktur sehr gut gemacht. Natürlich waren ein paar Sachen, die sie aggressiv bekämpft haben, ein bisschen Aufgaben gestellt haben. Aber so wahnsinnig verrückt war das auch nicht. Und manchmal muss man sagen, macht die einfachen Dinge gut.
bevor man vielleicht was ganz Verrücktes nicht ganz so auf die Platte bringt. Ich glaube, wir tun gut daran, unsere Sachen gut zu machen. Die Sachen sauber zu machen, wo wir die letzten Wochen Probleme hatten. Das auch wieder als Chance nutzen, uns zu entwickeln. Und dann gucken wir mal, was da danach rauskommt. Aber also ich werde jetzt keine Mandigung über Satz blöden spielen, das kann ich jetzt hier schon verraten, falls auch jemand von Finsburg zuschaut. Ja. Also ganz verrückt wird man es nicht machen. Ja. Gibt es noch weitere Fragen? Das zweite Mal jetzt in Folge, dass die Swiss Life voll ausverkauft. Kann euch das einen Schub geben gegen so eine vermeintliche Übermannschaft, wie es eigentlich tatsächlich ist? Ja. Vermeintlich, ja. Dann doch vielleicht noch so diese 10%, die man oben drauf haben, eigentlich noch haben muss, rauszuholen? Oder ist ich glaube, es sind viele Sachen, wo jeder Einzelne einen riesen Antrieb draus hat. Also wir hatten beim letzten Auswärtsspiel in Flensburg auch viele Leute, die dabei waren, die von uns vielleicht auch ein bisschen enttäuscht wurden nach so einer Leistung. Du hast eine volle Halle, da macht es immer Spaß zu ackern und zu tun. Dann ist es doch auch ein Privileg für viele Leute, gegen so starke Leute spielen zu dürfen und gegen so eine Top-Mannschaft. Also das ist, ich glaube, ganz viele Spieler haben sich doch entschieden, in die Bundesliga zu gehen, weil sie gegen die besten Mannschaften der Welt spielen wollen. Und das ist vielleicht momentan die beste. Ja, vielleicht mit Barcelona, dann kommt vielleicht noch Paris. Ja, von mir aus noch West Brem, sind sie dabei. Also arg viele Mannschaften gibt es ja nicht, die da wirklich, wirklich besser sind. Und wer da keinen Strahl im Gesicht hat und über dieses Feld rennt und sich zerreißt gemeinsam, also kann doch jeder Fan oder bloß den Kopf schütteln. Ne? Also das ist, arg viel schönere Aufgaben gibt es momentan nicht. Ja, das ist, glaube ich, jedem bewusst. Und das ist natürlich schon eine riesen Herausforderung für uns, aber deshalb sind wir doch in der ersten Liga. Ja, also wenn der Torge es leichter haben würde, will, dann würde er bloß noch dritte Mannschaft spielen, weil er gewinnt mit der hohen Wahrscheinlichkeit und schießt 14 Tore. Aber das will er ja gar nicht. Ja, der will sich doch gegen die Besten der Welt messen. Und das ist das, was wir doch alle wollen, deshalb sind wir doch da. Und da gibt es auch eine schöne Aufgabe mit Flensburg. Und auch für die Zuschauer, auch viel mehr kriegst du nicht geboten. Ja, das ist die NBA. Ja, ich wollte gerade sagen, das sind ja Chancen für beide Seiten, also für die Zuschauer, uns wirklich